Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ich spiele heute mit euch für mich persönlich was ganz Besonderes, das Spiel Wings und das Ganze in der Remastered Edition. Das Spiel gibt es mittlerweile bei Steam, also schon seit ein paar Tagen. Hab mit den Entwickler geschrieben und darf auch ein Video machen. Dankeschön an den Entwickler. Und ich konnte es kaum abwarten und jetzt habe ich es mir runtergeladen und spiele es. Das Spiel kenne ich wirklich von ganz früher, wo ich noch ganz klein war. Also so klein war ich nicht. Also ich konnte schon mit einem Computer umgehen, besser gesagt mit einem Amiga. Denn mein Cousin hatte einen Amiga 500 und hatte auch das Spiel Wings. Und wenn ihr wissen wollt, was das früher für ein Spiel war, dasselbe wie jetzt, nur halt mit schlechter Grafik. Damals war sie top, die war 3D. Ich bin fast weggeflogen damals. Ah nee, man ist ja auch geflogen. Gut. Jetzt gar nicht so viel quatschen. Ich will doch einfach mal mit euch loslegen. Ich kann ja auch weiter dessen in alten Zeiten schwelgen mit euch. Okay, in der Option habe ich schon alles eingestellt. Main-Menü werden wir wohl gleich sehen. Aber erstmal werden wir hier einen Namen eingeben. Und zwar heißt mein Pilot... Oh, wie kann ich denn diesen Namen eingeben? Ich kann gar nicht tippen. Doch, kann ich. Hab mich schon erschrocken. Aber ich kann keine 320 Spiele schreiben. Dann schreibe ich einfach Tim. Gut, wir heißen Tim, sind Rang Unterleutnant. Was ist ein Unterleutnant? Na egal, das war früher, ist der Erste Weltkrieg gewesen. Ihr habt es ja gesehen im Intro, da sind die Gebrüder Wright ja zum ersten Mal geflogen und damit hat das ja alles angefangen hier. Okay, Mission 0, Abbrüche, Abstürze 0, Verweise 0. Mal gucken, was da am Ende des Videos steht. So, oh, Skillpunkte, das gab es glaube ich früher gar nicht. Da tue ich einfach mal so fliegen. Oh, das sind irgendwie viele, die wir übrig haben. Wahrscheinlich gerade 40. Ach so, ich habe gleich Maximum verteilt. Wird auf jeden 10 geben. So ein bisschen ausgeglichen. Ja, ich bin auch doof. Ich denke so gerade, warum wird das denn mehr? So, auf jeden 10. Jetzt habe ich es auch. Sorry, Leute. Wir wollen Gameplay sehen. Ich kann es kaum abwarten. Ich habe ein Video gesehen von dem Spiel und wollte es unbedingt spielen. So, Ausbildung. Wir werden die Ausbildung machen. Ich wähle mich aus. Und das Ganze lädt. Verdient sich sein Platz im Kampf. Wer es gelesen hat, Fritz, sind die Deutschen gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich war da noch nicht geboren. Enter weiter. Bewege dich hinauf und hinunter mit WASD. Links und nach rechts. Ja, okay, ja, hab schon verstanden. So, oh ja, das sieht cool aus. Das Ganze, ihr seht es ja gerade, sah genauso aus früher. Wenn man getroffen wurde, dann wurde einer von diesen Holzbalken zerschossen und oben Patronengeschosse sind auch in den Tragflächen eingeschlagen. Die Zielhilfe ist ziemlich cool. Der Pilot, ihr seht seinen Kopf, ich drücke mal Leertaste, der guckt auch immer in der Richtung, da wo wir hinfliegen müssen oder wo die Gegner sind. Boah, ist eine schwere Mission. Wir müssen das Ganze mit der Maus steuern und natürlich auch mit WASD. Geboren zu fliegen. Ein weiterer Schritt, mir meine Flügel zu verdienen. Der Tiefflug war sowohl ein Test für die Nerven als auch eine Zielübung. Man besteht den Test, indem man alle Fässerstapel vernichtet, ohne wie wild um sich zu schießen. Ja, das sind alles jetzt die Minispiele, die es hier gibt. Und ja, wir können so wie es sieht. Okay, wir schießen mal so auf den Boden. Können vorwärts, rückwärts, das ist genau dasselbe wie früher, nur in geilere Grafik. Ups. Na, Mission nicht geschafft. Ich flippe aus. Scheiße. Ich brauche mehr Übungen, um es mit den Hunden aufnehmen zu können. Okay, die wurden auch Hunden genannt. Total erneut versuchen. Nein, wir haben es verstanden. Alles, was zwischen mir und der Front stand, war eine Demonstration meiner Bombardierungskünste. Sonst fehlten mir nur noch ein paar Übungseinheiten. Okay, das ist die nächste Mission, die zur Verfügung steht. Das sah früher super ähnlich aus, natürlich mittlerweile besser. Und wir haben jetzt Bomben. Drücke E, um eine abzuwerfen. Okay. Ups. Nutze den Schatten deines Flugzeuges. Ja, gut, verstanden. Mission haben wir früher so heftig Spaß gemacht. Ja, damals waren wir noch nicht so wählerisch auf dem Amiga. Das sah wirklich gut aus.
Da möchte ich auch den Entwickler darum bitten, das Spiel, wenn er das Video überhaupt sieht, das Spiel Lost Patrol oder wie es hieß, das war auch so ein Amiga-Spiel damals, das war auch, das hätte auch Potenzial zum Umsetzen, würde ich auch gerne einen Zehner für ausgeben, auf jeden Fall. Geboren zu fliegen, verdiene ich mir meine Flügel und mache meine ersten Schritte in Richtung Ruhm. Geschwader beitreten. Gut, das war jetzt einfach nur das Tutorial. Wir haben jetzt eigentlich alles gesehen, was das Spiel schon kann an Missionen. Natürlich müssen wir dann erstmal alles schaffen. Willkommen zu 56. Leutnant. Ich bin Oberst Farah und entscheide, wann du in die Lüfte steigst. Da du dein Transfer so schön eingeheftet hast, darfst du das Geschwaderjournal behalten. Super lieb von dir. Unterleutnant Tim. Da unten ist er. Ja, wir müssen noch ein bisschen aufholen, würde ich sagen. Weiter. Und mal gucken, wie das sich hier so aufbaut. Ich habe das natürlich schon komplett vergessen. Finally arrived at Luxel. Couldn't ask for better quarters. Apparently this place was a spa for King Dieser Louis Ort XV. ein Halbad für König Louis, was? All around us, Der irgendwie XVT, ich weiß nicht, was das heißt auf Latein. Flowers. Aber er liest ja eh vor, wir drücken einfach mal drauf. Ich will das unbedingt sehen jetzt, ich will unbedingt zocken. Hauptmann Lee Barnes. Fluggruppe, also wir fliegen nicht alleine. Weiter. Genau, so hat das auch mal gestartet, auch in 3D schon, aber natürlich nicht so schön vor ewigen Jahren. Die Grafik sieht auf jeden Fall besser aus. Also das kann man. Mein Partner und ich starteten in einen geisterhaften Sonnenaufgang. Ich hatte so ein flaues Gefühl in der Magengrube, dass wir die Hunden bald finden würden. Nach einer quälenden Stille fanden wir ein paar würdige Gegner unter uns. Unten, unter uns, ja doch. Sie waren zum Greifen. So, wir müssen fliegen. Ich kann es mit rechts, kann ich, also mit WASD kann ich so steuern. Also mit D, mit A. Mit der Maus selber geht es auch. Eigentlich komme ich wahrscheinlich besser mit. Yes, ist schon eine Mischung. So, er guckt. Ihr seht den Kopf von dem Gegner, von dem Piloten. Der guckt tatsächlich immer in Richtung Gegner. Jetzt kommt er ein bisschen hoch da. Wow, wow, wow. Oh, da sind da die Einschläge. Cool, das ist so geblieben. Ich bin's irre. Da fliegt er in der Richtung. Du könntest natürlich keine Bomben abwerfen. Ist laut. Da habe ich schon leiser gemacht. Ich stelle mich ein bisschen doof an. Das ist mein erster Flug, mein gerader, richtiger Flug. Er guckt gerade aus. Da ist er. Wow. Wenn ich sterbe, sterbe ich auch. Dann war es das in meiner Mission. Das ist ja schwer. Wow. War ein deutsches Zeichen auf dem Flieger. Ich glaube, wir haben es geschafft. Er guckt auch nur noch geradeaus. Der Durst nach Ruhm war für einen Moment gestillt und die 56. kehrte erfolgreich zurück. Gut, da haut man ein, ich ein, ne? Ja. Erfolgt. Das wird natürlich jetzt immer schwieriger in der Mission. Und wir steigen im Rang wahrscheinlich auf. Das ist eine richtige Story. Tastet was? Chicory? Der ist Kaffee getarnt. Okay, komm weiter. Ihr könnt natürlich Pause machen, wenn ihr sowas lesen wollt, aber ich muss weiter zocken. Ich will jetzt erstmal ein paar Missionen schaffen. Und die nächsten Missionen sind halt immer Zufall. Ob das jetzt eine Bombenabwurf-Mission wird oder eine, wo man so seitlich ein bisschen fliegt. Die Wolken öffneten sich und wir starrten direkt in die Waffen des Feinds. Einer von ihnen, zwei von uns, es hatte nicht besser laufen können. Es hätte nicht besser. Es war total dämlich gelesen von mir. Sorry Leute, weiter. In Verdun. Oh Gott, da war auch die Hölle im Ersten Weltkrieg los. So, er guckt nach unten rechts. Da kommt er. Wir öffnen das Feuer. Oh, mein Pilot ist gestorben. Jetzt schon. Mein zweiter Flug. So war das aber auch im Hauptspiel. Das Flugzeug geht kaputt halt und wir stürzen ab. Ihr seht, der Pilot ist ja definitiv tot. Und ja, dann sah man immer das. Boah, jetzt sind wir dann auf dem Schlachtfeld gelandet.
Ich habe zwar einen abgeschossen, aber wir sind gestorben in Action. Wieder einer hat uns beide getötet und ist selber gestorben? Seltsam. Ja, beide tot, Nachkömmlinge, Nonnen. Weiter. Boah, der extra alles nochmal nachanimiert, der Entwickler, also nicht schlecht. Und das ist typisch Amiga-Spiele früher, wenn man tot war, war man tot, dann hat man einen Grabstein bekommen. Jetzt müssen wir uns einen neuen Charakter machen. Hä, wer ist das denn? Der Waldo P. Barnstorm. Kenne ich nicht. Pilot hinzufügen, Name eingeben. Tim, der... Scheiße. Zweite. Okay. Der kriegt jetzt aber auch mal hier Fliegerfähigkeiten. Weißt du nicht, in welcher Form sich das hier ausbaut? Tim der Zweite. Geschwader beitreten. Ja, ja, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich schon. Tim der Zweite ist auch wieder da am Start. Und ob wir einen Friedhof sehen oder so, weiß ich, glaube ich, gar nicht. Jetzt suche ich mal wieder drauf. Die Story fängt natürlich von vorne an. Und man muss es schaffen. Man muss es schaffen. Das war früher ja in den Zeiten. Wir sind zu dritt sogar. Gut, die Missionen sind nicht immer dieselben. Das ist schon mal gut. Dann wird das nicht ganz so monoton. Ich habe das Spiel nicht ganz 100% in Erinnerung, wie es früher war. Aber das sieht ja schon mal nach was aus hier. Oh, ich sehe gerade auf dem rechten Monitor, Space Engineers macht ein Update. Übernahm ich die Führung unserer Formation. Die Jungs verließen sich auf mich, als ich mich beruhigte, um nach links abzudrehen. Ja, dann drehen wir nach links ab. So, ich weiß gar nicht, wie viele Gegner kommen. Ja, warum dreht man links ab, wenn er nach rechts guckt? Wir können natürlich auch zusammenstoßen mit unseren eigenen Truppen. Deutsches Flugzeug. Das sind meine Leute. Das war's. Reingedrückt. Der guckt nach links. Da. Oh. Habt ihr den Absturz gehört des deutschen Flugzeugs? Das ist ein deutscher. Da ist er. Ja, die Stalken ist super schwer. Anspruchsvoll auf jeden Fall. Ich komm hinter mir rein. Erwischt. Oder war das doch der Kollege? Boah, das fängt aber hart an, ey. Direkt in der Mission. Der folgt denen da. Ja, die Flugzeuge waren natürlich sehr langsam früher. Vorhalten. Erwischt. Wahrscheinlich ich alle abgeknallt gleich. So, wir gucken nur noch geradeaus. Ich glaube, es ist kein Gegner mehr. Ab durch die Wolke. Heldenhaft. Ein Moment Ruhm um am düsteren Himmel. Trotz dem wussten wir, dass die Deutschen zurückkommen und Rache nehmen würden. Weiter. Ich habe alle abgeknallt und wir haben alle überlebt. Na gut, das ist gut für mich gelaufen und auch noch gut für die Gegner. Nicht gut für die Gegner, um Gottes Willen. Drei Flugzeuge begegnet. So. Ja, da steigen wir aber schnell auf im Rang. Ihr seht da schon mal, wie der Schwierigkeitsgrad ist wirklich nicht gering. Fliegerjournal. Und die Daten werden immer mehr. He says, Lastwagen. Sekundärziele, Lastwagen und Zelte. Okay, wollen wir uns das mal ansehen? Vermeide Rote Kreuz. Okay, muss ich mir merken. Da kommen wir dann in einer anderen Mission. Es werfen wir wahrscheinlich keine Bomben. Nein, es ist diese seitlich fliegende Mission. Die habe ich auch sehr gerne gemacht früher. Am liebsten war mir aber immer die 3D-Schlacht. Hands on parade. As we approached the front, we counted hundreds hunderte feine Soldaten. Ja. Genau. So, wir können natürlich auch ein bisschen nach hinten fliegen. Unser Flugzeug kann natürlich kaputt gehen, wenn wir zu viele Treffer abkriegen.
rotes Kreuz dran. Boah. Schwer. Ist gar nicht so einfach. Ich zu dem Artillerie weg damit. Treffe ich nicht. Und sie eher angreifen. Um Schaden zu verursachen. Oh, nee, auf den wollte ich ja dann schießen. Boah, gar nicht so einfach. Ich hab's gedacht, das mache ich so mit links, ja? Mal gucken. Zelte. Leichte Mission, ich habe sie verfehlt. Ich habe eins vergessen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Mission abbrechen lässt. Aber ich glaube nicht. So viele Landungen und ich konnte trotzdem kein was Scheunentor mit einer Handvoll Getreide treffen. Selbst wenn ich vor ihm stehen würde. Ja gut, das nenne ich fast eine Bilder. Misserfolg, ja, ist klar. Trefferrate. Die war total schlecht. Aber wir sind ja nicht gestorben. Und ihr seht, es ist einer gestorben in der Zwischenzeit. Der Lee Barnes und der Ross Maxwell kommt wieder dazu. Und wir bleiben hier in der Liste. Und die ändert sich jetzt im Verlauf. Aha, sehr interessant. Das war ja auch so früher. Ihr seht, dass die Daten gehen immer weiter. And the ragged wool blanket I've draped around my shoulders isn't doing much to keep me warm. Sehr, sehr liebevoll umgesetzt, die, das neue davon. Unterleutnant, Oberleutnant. Vernichte alle feindlichen Flieger. Okay, die 3D-Missionen sind die besten und das Wetter hat sich verändert. Die gefallen mir auch am besten. Ich möchte aber unbedingt nur eine Bombenmission haben. Dann habe ich wieder, habe ich alles in dem Video abgearbeitet sozusagen. Und wird dieses Spiel echt feiern weiter. Es war plötzlich schwierig, sich umzusehen. Unter uns waren drei Fokkers. Flugzeuge hatten das. Die kämpfen wollten. Wir würden dafür sorgen, dass sie einen bekommen. Ein Kampf. Ich schieße immer. Und schon wieder im Verdammt. Das ist nicht gerade unter mir, aber im Gegenteil. Ich kann nicht so weit schießen. Blitzt den ein, ist der Irre. Das gab's nicht in der Version früher. Das war meiner. Ey, ich bin getroffen. Tod ist tot. Wow, voll. Dodge. Löcher, Tragfläche kaputt. Weg, 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 weg. Oh nein. Zieh ab. Dreh ab. Der Pilot war ja schon tot. Tim der Zweite ist tot. Kill it in action, kill it in action. Oh, einer hat überlebt. Ich habe aber alle abgeschossen, ne? Sehr heldenhaft. Der Roy Garner ist wieder dazugekommen. Will ich gar nicht mehr sehen. Scheiße. Pilot hinzufügen. Tim. Der Dritte. Wird das mit 2T überhaupt geschrieben? Ach, egal. Er stirbt sowieso immer. Schießen. Vielleicht haben wir da unseren Schwerpunkt erwischt. Pilot ansehen. Aha. Geschwaderbatterien ausbilden, Pilot ansehen, Pilot löschen. Ja gut, sonst können wir eigentlich nicht viel machen. Könnten den Herr Barnstone auch, glaube ich, nehmen. Und die Liste hier? Na, da tauchen wir gar nicht mehr auf. Gucken einmal ganz kurz noch, was für eine Mission gibt. Not looking forward to this morning's patrol. Und dann gibt es noch mal eine Fliegermission und danach wird bestimmt eine Bombenmission kommen. Bin ganz gespannt. Das wechselt hier halt von vom Tagebuch zu Tagebuchseite. Eindecker. Wir hätten ihn gehen lassen, aber er war gewillt zu kämpfen. Metz. Guck da hin. Ich hab nie gedacht, dass das Spiel mal wiederkommen wird. Das ist ja mein Durchdampf, das ich gefunden habe, erstmal im Gedächtnis gerufen. Ein Gegner nur, das kriegen wir noch hin. Und Feuer. Dann war es das für ihn.
wieder ein Triumph. Jetzt kann die 56er bis zum nächsten Kampf mit den Hunden ihren Sieg feiern. Ja, irgendwie erledige ich mal alle. Tim der Dritte. Mein Ziel ist natürlich, nach oben aufzusteigen. Ja. 12 Abschüsse in 7 Kämpfe ist natürlich nicht schlecht. Hatte schon guten Skill gehabt im Ersten Weltkrieg. Die Texte sind natürlich liebevoll übersetzt worden. Was haben wir denn für eine Mission? Fliegen wieder. Also wir sehen schon, dieses 3D-Fliegen ist ein ziemlich dicker Schwerpunkt in dem Spiel. Oder das ist halt ein Zufall, dass die gerade landen, dass ich ständig diese Mission bekomme. Ups, konnte gar nicht überspringen. Macht nichts, wir gucken gerade aus, dann kommt da ja auch ein Gegner. Also weit schießt das Ding nicht. Zeppeline kaputt machen. Ja, ziemlich einfach, die Zeppeline werden sich ja nicht gerade großartig. Die werden rot, die Gewehre vorne. Grün. Als der letzte Hunne in das Feuer stürzte, drehte ich vom Höllenfeuer ab und machte mich auf den Heimflug. Na, natürlich war es wieder mein Sieg. 2-2. Guter Skill, weiter. Hier ist wieder einer gestorben. Wo sind wir denn jetzt hin? Die 10 besten Piloten. Oh Gott, da komme ich noch nicht mal bei. 8. Fliegerjournal. Mackay told us last night that he has plans. Tiefflug Lastwagen. Rote Kreuze wieder vermeiden. Okay, diesmal will ich die schaffen. Ich bin gewillt. Ich bin gewillt, das zu schaffen. Metz. Hätte nicht hilfsbereiter sein können, genau wie Farah versprach, fand ich Unterstützung, Vorratslastwagen, ungeschützte Vorratslastwagen, blablabla. Und diesmal konzentriere ich mich ein bisschen mehr, habe ich völlig unterschätzt die Mission. Okay, wir dürfen nicht so viel ballern, weil ich benutze auch mal nur die Tastatur, vielleicht geht das ja besser. Ein Zielkreuz wäre nicht schlecht gewesen. So schlecht. Ich sollte vorfliegen, besser. Oh, wir wurden erwischt. Nein. Da ist ein zueinander Gerät dabei. Oh, die über. Nein! Was ist das schwer? Alter Schwede, ist das schwer. Oh, guck euch mal meinen Flieger an. Na, immerhin überlebt. So wie die Ladung. Ladung und ich können trotzdem kein Scheunentor mit da. Ja, habe ich schon gelesen. Ja. Total schlecht, ey. Das muss ich noch üben. Ich sehe schon bombardiert. Ballon vernichten. Leichte Mission, die mache ich noch einmal. Und dann soll es das gewesen sein für das Spiel. Super geil. Also ein dickes Lob an den Entwickler. Man merkt schon, da ist sehr viel Liebe drin reingesteckt worden. Aber die Mission, ja gut, die ist nicht schwer. Aber man könnte trotzdem ständig sterben. Es gibt ja noch Bodenfeuer. Schießen ja mit dem Flachs in der Luft. Aber ich wüsste nicht, wie ich die Mission nicht. Aber ich habe den Schwierigkeitsgrad auf Mittel. Vielleicht sterbe ich ja deswegen immer. Weiß nicht, ob ich die Distanz hier schon treffe. Mein Geschütz bleibt stecken. So bin ich leichter Beute. Gut, verstehe ich, es überhitzt. Gerade ab.
Ein weiterer Sieg. Ja, das ist gut, das war ja ziemlich einfach. Warum war eigentlich zu zweit dafür? Fritz Gibbons. 4 und 3 Abschüsse. Ja, Minsk ist gut. Ich hätte gerne eine Bombardierung jetzt. 6. April 1916. Lastwagenvorräte und Zelte. So, jetzt. Letzte Mal mache ich die Mission. Ich hätte noch gerne so eine Bombardierung gesehen. Da werde ich einfach mal so lange machen jetzt, bis gleich eine kommt und nimm dann weiter auf. Auf den Fersen einer feindlichen Brigade flogen wir in Position und verteilten uns. Fritz verstand die Nachricht richtig und ging in Deckung, als wir das Feuer auf seine eierköpfige Infanterie eröffneten. Guten Ruf hatten wir, glaube ich, nicht. So, ich will diesmal weiter vorne fliegen, damit wir rückwärts auch noch ein bisschen Platz haben. Wir fliegen gleich mit unserem Schatten. Mit rote Kreuze an, die wir natürlich ziehen lassen. Das ist eine Ehrensache. Die machen Schaden bei uns, müssen wir aufpassen. Also wir ballern. Ein Treffer. Wir lassen zu viele leben. Einer dazwischen. Muss ja wirklich aufpassen, ne? Oh, 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 oh. Das stotterte Motor schon. Und ich versaus schon wieder volle Pulle, ey. Das gibt's so gar nicht. Da muss man echt üben. Hätte ich nie gedacht, ehrlich. So viele Ladungen. Ja, jetzt haben wir schon gelesen. Und wieder mit Erfolg. Aber gut, man stirbt wenigstens nicht. Das ist schon mal etwas. Und jetzt mache ich erstmal so weiter, bis eine Bombardierung folgt, wenn das nicht jetzt schon eine ist. Gucken wir mal. Vernichte alle feindlichen Flieger. Nein, ich werde die Mission machen, aber ihr werdet erst eine Bombardierung dann wieder sehen. Endlich, endlich, endlich. Ihr seht schon, Mission 20. 25 Abschüsse. Ich bin mittlerweile Oberleutnant. Das macht so einen Spaß. Ich weiß gar nicht warum, aber das macht richtig Spaß, das Spiel. Denn man hat so richtig das Gefühl, wenn man stirbt, ist wieder alles vorbei. Man kann auch an der Gedenktafel gucken. Da sind dann die verstorbenen Tims. Also ziemlich witzig. So, bombardiere die Kommandoposten. Sekundärziele sind Lastwagen. Lass uns das auch mal ausprobieren. Endlich mal eine Bombardierungsmission. Ich erwarte da schon so lange drauf jetzt. Oder muss ich morgen arbeiten? Ich bin schon viel zu lange wach, verdammt nochmal. Die Bombardierung würde nicht so leicht werden. Wie geplant. Eine Flut an Flugabwehrgeschützen war auf uns gerichtet. Immer und immer wieder hörte ich Farahs Stimme in meinem Kopf. Achte auf die Flaks. Okay, wir erkennen das Ziel. Und Sekundärziele sind natürlich hier. Wir haben natürlich nicht unendlich Bomben. Schießen aber wird schnell. Welches Haus war das denn? Das hier? Nee, da, hier sind sie. Boah, ich treffe überhaupt nicht. Ach, Schatten achten. Schwer. Und die habe ich voll verbockt. Und eine Bombe habe ich nicht mal abgeworfen. Mein Stolz war zerbrochen. Ich konnte dem Beschuss von Fritz entgehen, aber ich habe meine Ziele verfehlt. Okay, die war misslungen, aber ihr versteht jetzt die Mission. Es gibt nur diese drei, aber die unterscheiden sich auch noch, muss ich jetzt nochmal sagen, am Ende. Denn auch diese Querfliegemission, da wo man dann auf die Bodentruppen schießt mit einem Maschinengewehr, da gibt es auch noch sowas wie eine Art Bossgegner, also einen Zug und sowas. Den muss ich auch in der Zwischenzeit zerstören. Und in den 3D-Fluglevel, da muss ich einen Ballon beschützen, anstatt zu zerstören. Also da ist tatsächlich sogar ein bisschen Abwechslung drin und macht sau viel Spaß. Also ich kann es nur empfehlen, vor allen Dingen für ältere Kaliber, die das Spiel von früher noch kennen. Und ja, sagt damit danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.